Durch den Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung durch die Stadtwerke Tübingen hat es die Universitätsstadt geschafft, während der windreichen Wochen im März 18 Tage lang zu fast 100% erneuerbar zu sein. Die Grafik zeigt, dass die Lastkurve, hier orange, nur zu wenigen Stunden höher ist als die Produktion. Die Stromproduktion verlief parallel zur Nachfrage. Nachts konnten die Anlagen meistens heruntergefahren werden, weil der Windstrom ausreichte. In Kombination mit der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage und dem Beitrag des Solarstroms hat die Stadt einen großen Schritt zur klimaneutralen Stromversorgung geschafft, erklärt Oberbürgermeister Boris Palmer. Für ihn ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass die Stadtwerke in den letzten 10 Jahren den richtigen Weg eingeschlagen haben.